dem Leben scheiden. Ups. Da kommt der Tod mit Schäufelchen und Beselchen und kehrt die letzten Reste von ihm weg. Die Schnüppel und alle seine Inventare wurden in dem Inventar von Andel Zündelmeister hinzugefügt. Hier, guck. Da habe ich noch jemanden entdeckt. Und hier habe ich noch jemanden und da habe ich noch jemanden. So, falls ich mal auf die Idee kommen sollte. Okay, dann werde ich den erstmal da rüber schieben. Oh, du Arschloch, du Blödes. Das ist weg. Der ist jetzt weg. Das interessiert mich nicht. Ob der jetzt tot ist oder nicht. Er ist weg. Er ist verschwunden. Ich bin froh darüber. Wir haben wieder einen neuen Vampir. Es ist Hausi. Kuhschwänzlein. Was will der eigentlich da unten? So. Alle abschließen, alle außer mir. Das ist meine Bude da unten. Da hast du nichts drin zu suchen, ey. Geh raus, ey. Verpiss dich, ey. Soll das, ey? Achso, die Kinder sind ja schon weg. Ich spiel's nicht mal. Du gehst jetzt. Nicht du, Vogel. Du, Vogel. Hier, du, Vogel. Erfinden. Ja, so sieht das aus. Die abgesoffene Arche Noah. Oder fast vorm Ersaufen. Und für 425 ersetzen. Sitzen. Ich will da nicht drauf hocken. Ja, ist ja wurscht. Ist ja egal. Apropos. Mal gucken. Haben wir denn irgendwo ein Autochen? Nein, nicht doch. Ich habe gar keine Parkplätze gebastelt. Sieh mal einer an. Haben wir da unten vielleicht ein Auto? Keine Inaktion verfügbar. Was soll denn das? Mann, oh. Hier haben wir einen Imbiss. Hier haben wir einen Imbiss. Guck, schau. Imbiss. Mit Spielplatz. Hm, okay. Wir sind noch am Erfinden, pass mal auf, wir machen unendlich Erfinden. So, wunderbar, wie lange brauchen wir denn da noch? Was haben wir denn schon? Wir haben Level 5 und 3 Viertels voll. Ja, seine Laune ist ziemlich im Keller. Naja, Energie fast. Ich gehe mal auf Stufe 3. Ich würde mal sagen, scheiße. Hier unten können wir gar nicht. Dann gehen wir eben da oben. Auf die Dusche. In die Dusche. Wenn er sich mal bewegen würde. Wir haben nämlich nur noch 37 Sekunden zum Löschen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir tot. Das lässt natürlich auch seine, wie soll ich sagen, seine Laune schmelzen. Wie ein Eisblock in der Sonne. Natürlich. Okay, weiter geht's. Erfinden. Was, ich tue dir jetzt noch einen einzigen Gefallen durch dir jetzt noch. Aber nur einen einzigen. Nur wirklich nur einen einzigen Gefallen durch dir. Ich stelle hier eine Dusche hin. Das ist aber auch die wirklich einzigste... der einzigste Gefallen, den ich diesem Arschloch überhaupt tun werde.
Das war's dann aber auch. Weil meine Freundlichkeit hat Grenzen. Ne? Wohlgemerkt. Es wird auf mich nach unten. Zum Erfinden, natürlich. Unendlich. Ich könnte natürlich jetzt noch herkennen, könnte hier eine Tür hinbasteln. Und die dann abschließen. Nee, lass mal gut sein. Das machen wir nicht. Das lass mal. Ja. Ne, so ne. Stufe 3. Ach toll, hervorragend, es wird ein Geist im Haus. Martina Felsenassel. Moment mal, Freundchen. Moment, du hast hier in diesem Haus nichts verloren. Du hast ausgewirkt. Du hast dein Leben verwirkt nach dem Tod. Schwimme im Schwefelsee. Eine Runde. Er zieht seine Bahnen. Hallo? Haben wir schon, der Biss kribbelt ein bisschen. Der Juckreiz ist gerade so noch erträglich, bla bla bla. Das wissen wir ja schon, das kennen wir ja schon. Fähigkeiten. Es ist zum Kotzen. Wie wär's damit erfinden? Er ist am Kaffeesaufen. Da guck, er sauft Kaffee. Hat sich gleich mal 4 Stück, hat er sich jetzt gerade mal gebastelt. Wie, ich kann den nicht da in Inventar reinknöllen. Was soll denn das? Hier, guck mal. 15 Simoleons. Ey. Wir sind aufgestiegen. Das Wesentliche beim Erfinden ist die Auswahl der richtigen Elemente, das kombiniert werden soll. Damit etwas Erstaunliches entsteht. Du musst klein beginnen, doch mehr Erfahrung bringt aufregendere Bauteile mit sich. Ja. Was brauche ich denn noch? Karriere, wir brauchen 68. Apropos. 68 brauchen wir. Das heißt, pass mal auf, ich werde jetzt mal das hier löschen. Verkaufen. Mano. Isolierband ist ein unverzichtbares Werkzeug eines jeden Erfinders. Man sollte sich auf die Grundlage konzentrieren, um den Weg nach oben fortsetzen zu können. Na toll. Was brauchen wir als nächstes? 88. Kollege? Du hast doch nichts angefertigte. Anfertigen. Große Erfindung. Den Sammler. Für 25 Schrottteile. Wie viele Teile haben wir eigentlich noch? Oh, 643. Und das eigentlich für Schwulenmusik hier. Ach, er muss noch aufs Klo. Pass mal auf. Viele anfertigen. Große Erfindung. Den Sammler. Es ruckelt ein bisschen. Frames sind runter auf 30. Warum rennen die eigentlich mit dem Teller nach oben? Naja, ist doch egal. Kollege, du bist hier nicht fertig. Befindet sich bereits im Erfinden. Die Arbeit kann keine zweite begonnen werden. Was? Erfindung wegwerfen, Schrott kaufen, weitermachen. Es ist erst Montag. Dienstag. Früh. Weitermachen. Weiter. Ja, oh, nicht so schlecht. Dann geh halt ins Bett, du Penner. Der ist wirklich strunzdämlich, ne? Man glaubt es nicht. Oh, apropos. Gut.
Das ist meine letzte Aktion für heute. Dann werde ich ihn noch ins Bettchen geleiten. Komm, mein Schatz. Geh ins Bett. Schlafen. Nicht Nickerchen machen. Schlafen. Er ist am Boden füttern. Er ist normaler Betrieb. Hart arbeiten, natürlich. Wir wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Geschirr spülen. Sämtliches Geschirr im Raum spülen. Was denn der eigentlich? Bedürfnismäßig. Hand dran. Könnte vielleicht nochmal pissen gehen. Ach, da kommt er ja gerade runtergeschleppt. Was will er denn machen? Sämtliches. Vergiss es. Ich sollte dir vielleicht nochmal einen Job suchen, bevor du hier gammelst. Sitzen. Pass mal auf, ich werde jetzt erstmal einen Job besorgen. Pass auf, es geht ganz einfach. Statisch Bedürfnisse einer Karriere festlegen. Du bist Musik, Gesetzeshüter, Wissenschaft, Buchhändler. Buchhändler. Ach, Buchhändler ist doch gut, ey. Kassenexperte. Punkt. 30 Simoleons die Stunde. Startet ein Tag und 6 Stunden. Man kann ja die Kunden noch voll lallen. Ich würde mal sagen, Windeln wechseln bei den Kollegen hier. Schmutzige Windeln wechseln. Und bei ihr Sprechen beibringen. Wahnsinnig, ja? Oh, schau mal. Was das für ein Mäuschen. Oh, Windeln wechseln. Die ist ja süß. Auch die mag ihr Häschen. Ja. Erinnert mich irgendwie an was. Er geht natürlich in die Truhe rein. Natürlich. So muss es sein. Sie ist hungrig. Auf Boden füttern dann. Sie stinkt ein bisschen. Da können wir aber noch ein bisschen warten. Sie ist sehr hungrig, aber gut gelaunt. Ja. Und der haut ihn. Natürlich, er wäscht natürlich wieder mal. Du wirst euch zurück in die Küche tragen, Armleuchter, dämlicher, damischer. Und danach magst du was zu essen, Mittagessen servieren, Makaroni mit Käse. Und weh, du lässt dir irgendwas einfallen. Und danach sehe ich gerade verdorbenes Essen, Reste essen, verdorbene Hotdogs. So muss es sein. Das wird mal eine Pfütze, aber das ist normal. Ja, in dem Haushalt, das ist normal. Da drüben übrigens auch. Und ich gehe jetzt erstmal her und werde hier oben das Ding hier. Ich habe da kein Problem mit. So. Punkt. Fertig. Dann haben wir das Problem nicht auch gelöst. So, wunderbar. Und wieder geht ein Tag zur Neige. Naja, wir haben erst 12.15 Uhr Dienstag Mittag. Aber an dieser Stelle beende ich dieses Let's Play. Und es wird nicht mein letztes sein. Bis ich alle durch habe, das dauert noch. Naja, dann sieht man sich im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.